Liebe Bottropperinnen und Bottropper, die Verbreitung des Coronavirus hat uns alle in eine ernste Lage gebracht, wie sie die meisten von uns bisher nicht erlebt hat. Sie alle verfolgen die Medienberichterstattung. Sie sehen die Meldungen, dass immer mehr Menschen der Pandemie sogar zum Opfer fallen. Sie lesen, dass in vielen Ländern und zum Teil auch bei uns hier in Deutschland die Menschen bereits die Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen dürfen. Sie erleben, dass unsere sonst offenen Grenzen nun zum Teil gar geschlossen sind. Sie haben die eindringlichen Appelle der Bundeskanzlerin gehört. All dies hat natürlich auch Auswirkungen bei uns hier in Bottrop. In Abstimmung mit der Landesregierung gibt es ganz klare Regeln, wie wir uns in den kommenden Wochen verhalten müssen. Einzelhandelsgeschäfte sind geschlossen, soweit sie nicht der Grundversorgung der Bevölkerung dienen. Unternehmen, die jetzt noch ihren Betrieb weiterführen dürfen, müssen besondere Hygiene- und Abstandsregeln beachten. Halten Sie sich bitte unbedingt an die Anweisung. Vermeiden Sie enge persönliche Kontakte. Bleiben Sie möglichst zu Hause. Das Gebot der Solidarität heißt heute Abstand halten, auch wenn es sehr schwer ist und Ihnen und Ihren Lieben viel abverlangt. Wir erleben, wie Maßnahmen, die vor wenigen Tagen noch als übertrieben und zu einschneidend galten, heute unser alltägliches Handeln bestimmen. Dies alles schränkt unser Leben und unsere Freiheit massiv ein. Wenn nicht die Verbreitung des Virus sich wirklich verlangsamt, drohen weitere, noch schärfere Maßnahmen. Wir schränken unsere gewohnten Freiheiten massiv ein, ja, um Leben zu retten. Das ist ein Preis, den wir alle gerne zu zahlen bereit sein sollten. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Krise führt uns vor Augen, für wie selbstverständlich wir üblicherweise hinnehmen, dass alles seinen gewohnten Gang geht, dass in normalen Zeiten unser Alltag von Routinen bestimmt ist. Aber in der Krise wird auch offensichtlich, wie sehr wir alle von Dienstleistungen oder der Hilfe anderer abhängig sind. Gerade jetzt sind Zusammenhalt und die Bereitschaft zu Solidarität besonders gefordert. Geleistet wird dies nicht allein vom Krisenstab hier im Rathaus oder von mir als Oberbürgermeister. Es sind die vielen Frauen und Männer, die in Arztpraxen, Krankenhäusern, in den Lebensmittelmärkten, in den Verkehrsbetrieben, bei der Polizei, bei der Feuerwehr dafür sorgen, dass die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt werden. Sie alle tun dies über das zu erwartende Maß hinaus. Mal fehlt es an der notwendigen Ausstattung, an anderer Stelle arbeiten sie über die Grenzen zumutbarer Belastung hinaus. Sie tun es dennoch. Sie sind es, die den Laden am Laufen halten. Wir alle brauchen sie. Sie verdienen unseren Respekt. Und dafür mein herzlicher und ausdrücklicher Dank. In der gegenwärtigen ernsten Lage arbeiten all die Institutionen, die Verantwortung tragen, die Ärzte, die Kliniken, die Feuerwehr, die Rettungskräfte, die Verwaltung, die Bundeswehr, die Polizei im Krisenstab zusammen. Wir haben uns frühzeitig, lange bevor die ersten Infektionen bei uns bekannt wurden, untereinander abgestimmt. Und ich danke allen, die so zu reibungslosen Abläufen beitragen. Mit Ihrer Hilfe wird es gelingen, da bin ich sicher, die Krise zu bewältigen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Wort noch zur Kinderbetreuung. Bleiben Sie bitte mit Ihren Kindern zu Hause im häuslichen Umfeld. Geben Sie Ihre Kinder nicht an die Großeltern. Bilden Sie keine eigenen Betreuungsgruppen. Sie öffnen damit nur neue mögliche Infektionsketten mit
möglicherweise schlimmen Folgen für besonders gefährdete Risikogruppen. Ich habe entschieden, dass im April keine Beitragsgebühren für Kindertagesstätten und den offenen Ganztag eingezogen werden. Damit hoffe ich, den Eltern eine Sorge nehmen zu können. Wir haben eine sehr ernste Lage. Ich weiß aber auch, wir können solidarisch mit der Krise umgehen. Darum seien Sie verantwortungsbewusst und bleiben Sie aber auch zuversichtlich. Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf. Ich grüße Sie, wie Sie es von mir gewohnt sind, auch in diesen schweren Tagen mit einem kräftigen, aber herzlichen Glück auf.